Hallo Wild, da sind wir wieder hier am Werkzeugladen, gut beladen mit der lieben Sarah. Hallo liebe Sarah. Ja, hallo YouTube, hallo Richie. Ja, da sind wir wieder. Und ich habe vergessen, die letzte Aufnahme zu stoppen. Aber ja. Ja, sollen wir nochmal anfangen oder schneidest du das dann nachher auseinander? Ich habe gestoppt jetzt und wieder gestartet. Ach so, ja. Aber heißt es noch, warte, ich muss auch was trinken. Ach so, ja, das kannst du dann ja rausschneiden. Obwohl, jetzt hast du es ja gesagt. Das kann sonst bleiben. So. Ja. Hey, du bist ganz schön schnell. Ab nach Hause, ne? Ja, ich muss was essen, unbedingt. Warte, ich habe hier einen Becher, den kann ich noch füllen mit Wasser. Wie war das noch? Ich glaube, dieser Mais, den wir da eingesammelt haben, so viel in der letzten Folge, was so viel Spaß gemacht hat, ja. Ich glaube, der Mais ist nicht gut. Ich glaube, der ist fake, nur Plastikmais oder so. Der bringt gar keine Nährstoffe. Ich habe schon so viele Kolben jetzt gegessen. Irgendwie bin ich immer noch hungrig. Dann wird es Zeit, dass wir Maisbrot machen. Ja. Soll ich schon mal anfangen mit Maismehl vielleicht? Ja. So nicht. Wie viel soll ich denn machen? So knapp 500? Ja, mach ich mal ein Päckchen. 500, ja. Echt? Ja, ja, wir sind jetzt zweit. Ich hab Dosenlachs für dich, das schmeiß ich mal hier rein. Kannst dann essen. Ah ja, okay, das wird vielleicht etwas besser gehen. Als das Maiszeug. Dosenlachs. Gut. Wow. Was war das denn? Hast du das gehört? Ja, komm schnell nach Hause. Oh, ein Haus. Nein, kein Haus. Ab nach Hause. Eine ganze Stadt und da ist ein Krankenhaus da hinten. Das ist unser Krankenhaus, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das sieht mir so groß aus irgendwie. Ja, aber da ist noch ein heiles Auto. Das ist mir auch ein bisschen... Ja, ja, wir kommen nach Dyersville. Wir werden nach der siebten Nacht werden wir auf Loot-Tour gehen. Ganzen Krempel einsammeln. Ja, und dann werden wir hier die Stadt nochmal auseinandernehmen. Wenn du magst, natürlich nur. Ja, natürlich. Ackerbau und so dürfen wir auch noch machen. Ja, das machen wir nicht. Oh, du bist super schnell. Wie viel hast du da mitgenommen? Du bist gar nicht überladen, oder? Doch, ich bin überladen. Aber ich versuche immer zu rennen. Ja, ja, also ich bin super hungrig, deswegen. Immer noch. Ich hab Durst. 5 Punkte hast du zu verteilen? 7, glaube ich. Wow. Ja, da hast du ja freie Wahl dann. Eier können wir auch kochen. Nee, brauchen wir, glaube ich, für Brot, oder? Ich glaube, Eier können wir jetzt, wo wir jetzt so ein bisschen weiter sind schon mit den ganzen Sachen und ein bisschen mehr Fleisch haben, Eier können wir besser aufsparen jetzt für so ein deftiges Frühstück. Schinken und Speck. Speck und Eier, meine ich. Ich folge dir, aber ich bin natürlich jetzt etwas langsam. Ich komme schon nach, also du musst nicht unbedingt auf mich warten. Ich glaube, wenn kein... Ich spute so zwischendurch nur. Bitte? Ach so. Wenn ich dann so voll bin wie du. Ein paar Plätzchen sind noch frei. Moment, Moment, Moment. Halt. Laufen wir überhaupt in die richtige... Ja, wir laufen hier. Ist unser... Lauf's aufs Bett. Warum haben wir denn unsere Basis noch gar nicht markiert? Das können wir immer noch machen, ja. Aber sollten wir dann auch mal machen bei Zeiten irgendwann? Irgendwas hüpft da im Baum, glaube ich. Oder nee, das ist der Baum. Der Baum hüpft. Komischer okay. Baum. Ich weiß nicht, ob das dann immer noch die richtige Richtung ist jetzt. Oh, so ungefähr. Naja, das ist noch ein Weg. Also es wird ziemlich knapp. Dann rennen. Auf alle Vieren. Aber dafür stelle ich schön Maismehl her schon. Boah, ja echt. Dafür gibt es aber gar keine Punkte, oder? Für Maismehl herstellen. Keine Ahnung.
Ja, wir sind richtig. Folge Moritzi. Ja. Hier ist, was ist das eigentlich? Ein Verkäufer oder so? Ein Verkäufer. Ach so, da ist dieses. Ja, ich glaube, dass man kann jetzt Quests machen. Die bekommt man bei dem Händler, bei dem Verkäufer. Aber ich schlage vor, dass bevor wir mit den Quests anfangen, dass wir da die Skillpunkte entsprechend verteilen, denn da bekommt man dann Ich ein habe bisschen. Wölfe. Die sind, glaube ich, drin in diesem Fort oder was das hier ist, Okay, dann. worüber wir geredet haben. Ja, da kann man. Ich vermute mal, dass es die Sachen sind, bei denen man Quests machen kann. Auf jeden Fall gibt es da schöne Sachen zu holen. Schön, sehr langsam. Ja, ich halte hier den Verkehr auf. Nur noch 2 Stunden. Ach, Ihr du habt bist da schon. hinten im. Ach, da bist. Das bist du. Ich habe schon überlegt, ob ich da hingehe und einen über einen Dezau, aber das Oh, bist es ja du. wird schon rot. Oh, bei mir noch nicht. Ah, du Der bist Himmel im verbrannten Biom. rötet sich. Oh, 3 Stunden nur noch. Ich kann noch nichts dafür. Wir haben die Hälfte, gut die Hälfte geschafft. In einer Stunde. Also sollten wir das zeitlich eigentlich hinbekommen. Ich sehe auch, glaube ich, schon unsere Bäume. Nö, wir haben mehr als die Hälfte geschafft. Wenn das unsere Bäume da vorne sind, haben wir mehr als die Hälfte. Ja, jetzt wird es bei mir auch rot, so langsam. Die Blutmondnacht naht. Oh ja. Und was mache ich? Ich suche noch Vogelnester. Habe ich denn noch nicht genug? Ein paar Federn gehen immer noch. Ja, ich sammle auch noch. Ich bin schon am leeren Vogelnest. Das heißt, wir sind schon fast da. Ja. Durst habe ich auch. Aha. Reflex. Zeitschematik. Ja, können wir mal mitnehmen. Eine Krankenschwester, Oh. die hilft uns nicht. Die hilft aber vielleicht ihren krüppeligen Freunden da. Deswegen habe ich sie mal geboxt hier. Geboxt? Naja, mit dem Knüppel habe ich sie niedergeknüppelt. Ich verzichte mal hier aufs Looten unterwegs. Denn auch da kann man Punkte verteilen, Sarah. Ja, ich bin ja am. Das müssen doch unsere Bäume sein. Wo wachsen denn sonst so gleichmäßig solche Bäume? Das sind unsere Bäume. Ja, dann schaffen wir das. Könnte ich sogar noch ein bisschen was looten. Halb 8 haben wir gleich. Ja, bei mir wird es jetzt auch rot. Aber ich bin jetzt auch so halbwegs im verbrannten Biom bin ich gerade, aber ich laufe auf die Bäume zu. Ja, die hätten wir weghacken können noch. Aber jetzt haben wir bessere Äxte. Jetzt geht das viel schneller. Oh, tschüss, ich habe keine mehr. Keine Axt? Was hast du nicht mehr? Keine Ich Pfeile. habe keine Pfeile mehr. Oh. Ja, Pfeile brauchen wir uns, glaube ich, auch keine Sorgen mehr zu machen, oder? Haben wir doch genug. Ich werde den Bogen wahrscheinlich nicht benutzen. Ja, nicht in der 7. Nacht werde ich wahrscheinlich aus Verzweiflung den Bogen mal benutzen. Ich glaube, du bist schon da, oder? Ich habe, glaube ich, 4 Töpfe gefunden. Kann das sein? Könnte sein, ja, wo denn das? Nee, ein Topf habe ich gefunden. Wenn du da bist, dann freue ich mich sehr über ein leckeres Essen. Vielleicht irgendwas mit Speck und Eiern oder so. Erstmal. Übrigens, Maismehl. Aus dem alten Gebäude oder neuen Gebäude? Das ist egal, wie du möchtest. Übrigens ist das Maiszeug bei mir noch nicht durchgelaufen. Von 500 habe ich jetzt gerade mal 130.
Ich werde es wohl für die Nacht gleich unterbrechen müssen. Gehen wir noch mal raus? Von mir aus. Haben wir denn alles? Wasser und so? Ja. Denke schon. Okay. Dann müssen wir gucken, wenn wir da sind. Wenn nicht, müssen wir halt noch mal schnell zum See. Ach, du bist noch gar nicht da? Nein. Ach, ich dachte, du wärst oben schon. Nein, ich bin noch nicht da. Ich bin jetzt hier bei den Bäumen. Aha. Ja, dann? Hier liegen Schlafsäcke auch. Ja, von uns wahrscheinlich noch. Mhm. So. Uhr, Richie. Beeil dich. Ich bin oben. Ich bin gleich oben. Deswegen hatte ich mich gewundert. Ich dachte, du wärst schon da. Ich hab dich, irgendwann muss ich dich unterwegs überholt haben. So, so. Ja. Ich komme angeschlichen. Ja, schnell kochen. Ich habe auch Hunger. Und Pfeile muss ich machen. Mhm. Für den Notfall. Oh, kein Holz. Pack mal die Hälfte von dem tierischen Fett hier in die Kochkiste, ja? Zum Kochen. Ja. Haben wir eine Kiste mit rohem Essen? Nee, oder? Nein. Nur diese hier. Jetzt was untergeschmissen. Ich weiß es nicht. Hast du? Nee, hab ich nicht. Ja, das Fett brauchen wir auch für Fackeln, oder? Mhm. Da bist du dran an der Kiste. Ja. Ich brauchte Holz. Brauchen wir für Pfeile? Brauchst du da Pflanzenfasern? Weißt du das gerade? Für was? Ich habe jetzt gerade nicht zugehört. Für Pfeile brauchst du da Pflanzenfasern. Oh, das weiß ich nicht. So, wenn du da Mehl hast nachher. Oh, wir haben ja Stellen, Feueraxt, 2 Stück. Ja, leider Stählern. Schraubenschlüssel, 2 Stück. Eisern wäre besser, die eiserne Feuerwehraxt, denn die Stählerne, die können wir erstmal gar nicht reparieren. Ich leg mal hier die Klauenhammer und die Äxte rein, ja, Eisenhacke, weil das müssen wir sowieso später erstmal reparieren. Ja. Oh, Pfeile. Ich brauche keine Pfeile machen, wir haben ja Pfeile.
Ja. Okay, Moment. Was tue ich noch hier rein? Eine Dreierstein. Erstmal hier Waffe lege ich auch mal hier rein. Wo habe ich die Spitzhacke? Ja. Knochen. Wo sollen wir denn die Knochen hin tun? In die Medizinkiste. Die können wir nachher auskochen und Kleber draus machen. Na toll, Medizin ist hier. So, ich habe deinen Mantel mal hier wieder reingelegt. In die Bekleidungskiste. Mhm. Du wolltest Spiegelei mit Speck, ne? Gerne. Ich glaube, du hattest die Skills fürs Kochen genommen, ja? Ja. Super, wir haben's geschafft. Essen, wo war ich? So, volles Essen. Habe ich dir 3 Stück schon mal reingelegt. Aha. Dankeschön. So. Einen Kochtopf kann ich auch hier rein tun. Ja, zum Essen vielleicht. Wenn du magst. Oder meinst du ins Feuer? Nee, bei der Essenskiste. Ja. Tierfett. Soll ich das weiter machen? Das Tierfett in der Essenskiste habe ich gedacht zum Backen. Da tue ich immer die Hälfte dann Tierfett für die Fackeln und die andere Hälfte tue ich da in die Kiste. Oder? Okay, dann lasse ich das drin. Oder tun wir viel mehr? Schauen wir mal. Warum stand beim Holzbogen bei mir gerade Ei? Keine Ahnung. Was braucht man denn für Maisbrot? Ah, Wasser. Ich habe kein Wasser mehr. Aha. Ich geh mal drüben gucken, was wir drüben haben.
Ja, habe ich doch was. Es ist so ruhig. Die Ruhe vor dem Sturm, ja. Liegt drüben eigentlich noch ein Schlafsack von mir? Nee, da liegt nur einer von mir. Ich Oh, hatte gut. letztes Mal gesagt, Richie, mach dir auch dort einen hin. Also Talg mache ich jetzt auch erstmal beim Essen. Ja. Haben wir 7 Talg. Aha. Ich werde auch ein bisschen Mais hier reinlegen, weil so viel Mais können wir eh nicht jetzt verbraten. Geschafft. So, ich sortiere auch mal ein bisschen. Ja. Wo machst du das Leder hin? Ganz rechts zu der Kleidung habe ich das gemacht. Eigentlich gehört das auch in die Werkkiste mit den Bauteilen da drin, aber naja, es ist schon alles ziemlich voll wieder. Also wir können bald da noch eine Reihe Kisten drunter bauen. Da war jetzt auch eine Taschenlampe. Ja, und in der nächsten Folge haben wir dann die 7. Nacht. Diese Folge ist leider vorbei. Wir bedanken uns für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Schießpulver packe ich auch noch hier rein, ja, in die eine Kiste. Ja. Ja, wir bedanken uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bist du?